Bei bester Wetterlage werden 7 Gruppen aus Nordrhein-Westfalen historisches Löschwesen präsentieren. Und wir freuen uns ganz besonders, dass wir das hier auf diesem historischen Boden, wo einst der Freier vom Stein seinen Altersruhesitz gefunden hat, begehen dürfen. Das Feuerlöschwesen ist mehrere tausend Jahre alt. Aber erst in den 1840er Jahren kamen Aufgabenteilung und organisierte Strukturen hinzu. Zu Klosterzeiten wurde eine Spritze gekauft, die stand hier. Da waren zwei Bauern verpflichtet, ihre Pferde hierher zu bringen und diese Spritze in den Einsatz zu führen. Und dann hat eben die Dorfbevölkerung, die Bauern, diese Spritze in Betrieb genommen oder irgendwo hingebracht und dann wurde geguckt, wie man damit löscht. Und das ist natürlich nicht zu vergleichen mit einer Feuerwehr, die darauf trainiert ist und dann mit dem Gerät, das diszipliniert in den Einsatz bringt. Die Ursprünge der heutigen Feuerwehren finden sich in der Kaiserzeit, als mit militärischem Drill das Löschwesen in eine neue Ära überführt wurde. Die Uniform, die die Preußen eben tragen, ist die Infanterieuniform etwas abgewandelt. Und auch da sind natürlich die Rangordnung eben der Brandmeister und ähnliche Sachen her, eben diese militärische Struktur aufgenommen, der Befehl, der Gehorsam. Auch die Löschmannschaften wurden von da an durch Befehl und Gehorsam geleitet. Erst wenn die Kommandanten die Lage erkundet und den Befehl zum Löschangriff gegeben hatten, wurden die Spritzenrotten tätig und bekämpften das Feuer. Diese neue Strukturierung sorgte für eine wahre Gründungswelle von freiwilligen Feuerwehren im ganzen Land. Heute wird den Anfängen jener Zeit gedacht, in dem uns Technik und Einsatz historischer Feuerwehrausrüstung veranschaulicht werden. Wir freuen uns, dass es das erste Mal so ein Wettbewerb auf westfälischem Gebiet stattfindet und nicht nur im Rheinland. Gerade das Ehrenamt muss man deutlich herausstellen, was früher sicherlich selbstverständlich war, dass die Kinder auch in die Feuerwehren reingeholt worden sind. Auch das merken wir mittlerweile, dass das rückgängig ist. Wir als Verband der Feuerwehren Nordrhein-Westfalen haben uns ja vorgenommen, die Feuerwehrgeschichte weiter nach vorne zu bringen. Wir machen das in mehreren Punkten. Wir machen es über Fachforen, wir machen es über eine Oldtimer-Sternfahrt und wir machen es über gelebte Handdruckspritzenwettbewerbe. Und dann lassen wir die Spiele beginnen. Befinden wir uns hier auf einem Boden von einem preußischen Minister. Hier ist der Dorfbund. Okay. Ja. Was seine Namensstelle, ne, wird sein, entweder mit Eimern, oder aber, wenn angesaugt werden muss, angesaugt. Und die erste Übung ist ja im Endeffekt der Brand. Ja, also es ist so, dass im Endeffekt, sobald Wasser am Rohr ankommt, ja, 3 Minuten. Am Schlossberg 8 brennt die Spirituosenfabrik Kreuzbauer. Die alkoholischen Flüssigkeiten stehen da im Brand. Die Steigermannschaft, so nennen sich diese Trupps, gehen mit dem Einreißhaken vor und machen eine Öffnung, in die dann die Rohrführer das Wasser reinbringen können, um den Brand anzugreifen und bekämpfen zu können. Es geht nach preußischem Drill, also Befehl und Wiederholung des Befehls, das ist im Endeffekt wichtig. Aber dann eben auch, wenn das Wasser gefördert wird, 3 Minuten stehen zur Verfügung und es gibt eine Auffangvorrichtung im Bodenbereich. Und da ist es natürlich wichtig, möglichst viel Wasser reinzubringen, das gibt richtig Punkte. Also manche Spritzen haben richtig Druck am Rohr, schießen nach oben. Die haben versucht, unter die Decke zu löschen, damit das Wasser nach unten kommt. Und andere, die eben so einen leichteren Strahl haben, der dann den Bogen runterfällt, die versuchen natürlich, dass das Wasser dann direkt zu Boden fällt.
Die sind am Gebäude hochgegangen, zum Teil mit Leitern an Fenstern hochgeklettert oder sonst wo und standen dann zum Teil am Fenster und auf dem Dach. Wenn die Lage dann zu brenzlig wurde, dann hatten die ein Beil mit einer Tasche, wo auch ein Nagel mit einer Schlaufe drin war, der sogenannte Notnagel. Die haben den Notnagel in einen Fachwerkbalken geschlagen und sich dann dadurch gerettet, indem sie sich dann aus dem Gebäude abgeseilt haben, wenn sie sonst nicht mehr runterkamen. Hier in dieser Kappenberger Eiche steckt der Altlühner Notnagel. Das Rettungsgerät Nummer 1 für den Steiger, wenn er keine Chance mehr gesehen hat, aus dem Haus rauszukommen, in den Eichenbalken eingeschlagen, das Seil befestigt, sich sicher wieder heruntergebracht. Ihr baut wieder auf, wie gerade, also rückt mit der Spritze an, geht in Stellung, meldet euch bei den Schiedsrichtern und dann bekommt ihr im Endeffekt den Einsatzbefehl, Oma Möllenhoff muss gerettet werden. Oma Möllenhoff steht da oben am linken Fenster. Ja. Im Schlossberg 3 ist Feuer ausgebrochen und das Treppenhaus ist verraucht und im Untergeschoss und neben dem Schlafzimmer brennt es. Oma Möllenhoff ist aufgewacht, kommt im Nachthemd an das Fenster und muss gerettet werden. Dann ist der Auftrag im Endeffekt, die drei Feuer zu löschen. Und damit ist dann auch die zweite Disziplin für die 7 Gruppen aus NRW geschafft. Obwohl das bei zunehmendem Temperatur ein bisschen schwieriger wird, der preußische Drill. Aber dann zählt im Endeffekt auch für die messbare Einheit von dem Zeitpunkt, wo das Wasser am Strahlrohr rauskommt, bis das letzte Zielfeuer, sprich der letzte Luftballon, runtergeblasen oder geplatzt ist. Das ist der Zeitfaktor, der dann eben dementsprechend die Bewertung mit einfließt. In den preußischen verwalteten Regionen war es erforderlich, dass jeder, der das 18. Lebensjahr vollendet hat, im Besitz eines Feuerlöscheimers sein musste. Die waren entweder aus Leinen oder aus Leder. Und wenn die Feuerglocke ertönt, hatten dann die volljährigen Bewohner an dem Brandherd zu erscheinen und mit ihrem Feuerlöscheimer die Feuerwehr zu unterstützen. Es war ein wirklich spannender, aber auch knapper Wettbewerb. Sieger können sich, glaube ich, alle heute nennen. Ich möchte an dieser Stelle der Feuerwehr Eisern gratulieren, dass sie sich eisern an die Spitze des Wettbewerbes gekämpft haben. Tragt ihn ein Jahr in Ehren und dann sehen wir weiter. Fast alle teilnehmenden Gruppen gehören den Freiwilligen Feuerwehren Nordrhein-Westfalens an. Neben guter Unterhaltung zeigen sich hier Tradition, Heimatverbundenheit und identitätsstiftende Brauchtumspflege. Und das wiederum ist gute Werbung für dieses Ehrenamt. Danke und bis zum nächsten Mal.